sind da. Wir sind jetzt nicht mal 3 Stunden gefahren. Also wir sind super durchgekommen. Wir sind gerade pünktlich noch zum Karnevalsumzug. Oh Gott, ich freue mich total. Fertig geschminkt, geht's jetzt zum nächsten Umzug in Löwenich und ich habe mich jetzt passend zu meinem Onesie als Katze geschminkt. Ja, nur so ein bisschen mit Nase und Schnurrbart, Haaren. Ja, ich finde, es sieht echt cool aus und ja, wir waren noch bei Bekannten und ich habe noch so einen Schal, oder wir haben noch so einen Schal bekommen, den FC Köln-Schal und solche Plaketten. Wobei ist es jetzt voll warm geworden. Es ist sehr schönes Wetter, also es ist schon fast zu warm und ich habe mich jetzt extra passend, damit ich nicht friere, mit diesem Onesie da angezogen. Aber ja, trotzdem umso besser, wenn es jetzt warm ist und ich freue mich schon. So, wir haben es endlich geschafft. Wir sind auf dem Umzug in Löwenich und der erste Wagen, den sieht man schon ganz weit hinten. Warte, Falti, ich muss den Bulli anrufen. Wir waren jetzt auf dem Umzug in Löwenich und es war richtig toll. Wir haben auch ein paar schöne Fotos gemacht und sehr viel gefangen. Also 2 Tüten insgesamt mit dem ersten Umzug. Und jetzt fahren wir erstmal zum Hotel und danach geht's essen. Guten Morgen! Ich konnte gestern leider nicht mehr filmen, weil ich die Kamera im Hotel vergessen hatte. Ist jetzt nicht schlimm. Wir haben jetzt schon längst ausgecheckt und frühstücken jetzt, haben ein Rührei gegessen und jetzt sind wir hier im Rewe, gehen noch mal kurz einkaufen, was zu trinken und dann fahren wir auch schon in die Stadt zum Umzug. Sehr, sehr, sehr lecker haben wir
letztens mal probiert. Christoph, ihr müsst jetzt die Beutel voll machen und die richtige Kamelle regen lassen. Schafft ihr das auch? Wir schalten wieder rum zu einem Straßenmädchen vor meiner Türe. Jawohl! Gib alles, Baby! Hier runter, wo wir die Beute erbrandern. Oh! Ist es nicht schön? Mit einem funkelnden Lächeln auf den Lippen. Und jetzt geht's weiter. Jawohl! Sind noch für uns da, schöne Mann. Ach, wir haben mal angespart, die gute Bahn. Sinne die Kiste, Action auf mich, alles zu spät und ist mein nicht. Hey, hey, schnall dich an, fahr mit mir und der Achterbahn. Hey, hey, du bist mein, fahr mit mir und der Achterbahn. Langsam fährt's an, ich sind Backe. Thank you.
Nasen voll. Seht doch, ob der Beauty meint, hat es den Tönen. Doch lass mich kaputt und dann vergeben mich. Doch lass mich kaputt. Wir sind jetzt im McDonald's, der Umzug ist vorbei. Wir sind total müde und total hungrig vor allem. Wir haben jetzt bei McDonald's ein Big Rösti bestellt und diese neuen Pharma-Kartoffeln mit Sour Cream. Oh mein Gott, das war die erste Tüte. Schütt die zweite. Oh. Nochmal. Weiter, weiter, weiter. Oh, heftig. Jetzt kommt noch eine Tüte. Nein. Oh mein Gott. Das war's, gell? Drei Tüten. Und diesen Strauß. Noch mehr Blumen, aber die haben wir dann verschenkt. So sieht's aus. Das war einmal der. Wir sind jetzt zu Hause. Heute haben wir Dienstag, den Tag nach dem Rosenmontagsumzug. Und wie ihr gesehen habt, es sind ganz schön viele Sachen. Ich werde die jetzt auch nochmal sortieren nach den Kategorien Schokolade, Kekse, Bonbons, Kaugummis und sonstiges, Gummibärchen und so weiter. Und dann zeige ich euch nochmal so die Besonderheiten. Aber das wollte ich euch auch noch ganz kurz zeigen. Das hatte ich nicht mehr in der Tüte. Dieses Herzchen aus Lebkuchen. Richtig süß mit dem Kölschen Wappen drauf. Ja, jetzt sortieren wir das Ganze mal und dann zeige ich euch nochmal alles genauer. Aber ja, mein Hund hat ein Halsband bekommen. Das haben wir auch gefangen auf dem Umzug. Das ist so eine Kette, wobei Ava passt perfekt mit solchen Stickereien drauf. Und wir haben jetzt die ganzen Sachen mal sortiert. Hier haben wir einen Berg von nimm zwei Lachgummi, dann Trollis. Also ich habe die mal gezählt. Nimm zwei haben wir 45 Stück gefangen und von Trolli glaube ich dann auch. Dann haben wir hier noch so ein paar Spielsachen, also Bälle mit so einem Spiel gefangen, so ein Würfel, hier so eine Sonnenbrille. Auf dem Tisch haben wir einmal hier die ganzen Bonbons, das ist wirklich, wirklich sehr, sehr viel alles. Dann hier ein paar Tafeln Schokolade von sogar Haché, wo dann der Umzugswagen sein eigenes Logo verwendet hat für die Verpackung. Richtig cool. Pralinen-Schachteln. Hier haben wir einen Biene-Maja-Kalender. Richtig cool. Der wurde nicht geworfen, sondern den haben Kinder ausgeteilt. Finde ich richtig cool für 2015. Ich habe sowieso noch keinen Kalender und den hänge ich mir auf jeden Fall auf. Hier die ganzen Chips von Chips bis Flips bis so Crackern und Brezeln ist alles dabei.
Hier haben wir einmal die ganzen Marshmallows. Hier Mr. Tom, ganz viele. Dann habe ich noch hier so eine Wurst gefangen. Richtig cool. Habe ich auch so noch nicht gesehen. Dann, was gab es noch Besonderes? Solche Brillenputztücher. Die kann man echt super gebrauchen. Hier haben wir die ganzen Mauern und Kaubonbons. Dann hier Toblerone, Marzipan, Haribo Karneval Edition wurde ganz oft geworfen. Auch in groß. Oh je, das ist so viel. Dann haben wir hier noch Tempos gefangen. Also Weingummis von den Vereinen aus Köln. Richtig cool. Die finde ich auch ganz schön. So Riegel, Waffelriegel mit dem Kölner Dom drauf. Ja, das ist wirklich einiges und wir haben das Ganze jetzt mal sortiert, auch wenn es gerade unordentlich aussieht. So sieht man das Ganze nochmal. Ah, und hier habe ich noch einen Würfel gefangen. Das ist so ein Anhänger und den werde ich mir dann ins Auto hängen. Ich hoffe, euch hat das Follow Me Around aus Köln gefallen und wenn euch das Video gefallen hat, werde ich euch natürlich auch wieder nächstes Jahr mitnehmen und auch meine Ausbeute wieder zeigen. Ja, dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Sonntag und dann sehen wir uns am nächsten Sonntag wieder. Tschüss!